Das ist eine ältere Version. Naja, ist egal, ich hab's nur ausgebessert. Okay. Okay, hier ist nur ein Mädel. Guck ich noch schnell in den Keller. Wo ist die Diamanten? Der Hund glaube ich keine. Aber nicht Kohlen? Ne, ist nur ein Kind. Wo ist der Typ? Ah, ich weiß wo er ist. Leite mich mein Navi. Wo bist du denn? Weiter nach oben musst du. Nach links. Oh, nee, das ist das erste Haus da, ne? Ja, das ist das erste Haus. Gehst weiter nach links. Ich hab mal einen richtigen Sturm. So, wo jetzt? Das müsste hier links oder gleich ein Haus kommen, warte. Ja, bis weiter oben. Ah ja. Da siehst du die Wand ja schon. Da wir den fest haben, weißt du? Ja. Da steht der Typ ganz chillig in seinem Schlafzimmer. Da ist er. So, Kumpel. Hier hast du deine Diamanten. Ah, Alex, level up. Okay, wieder ein kleiner Zwischencut. So, jetzt geht weiter. Oh wei. Damit ich auch okay, wenn ich in den Sturm kommen würde. Ja, die ganze Zeit sind nur 8,5 bis 10 FPS. Schon ein bisschen schlimm. Verlassen, ist egal. Ja, Hauptsache ich bin da raus. Naja, das Spiel war nicht gerade für ein Let's Play ausgelegt, weißt du? Ja, leider. Wir werden jetzt etwas machen, was ich eigentlich sehr ungern mache. Jetzt checken. Das funktioniert ja nicht. Also, ich muss Level 60 für das nächste Ereignis sein. Also, ich will mich nicht jetzt 1000 Stunden tot leveln. Nö, wir cheaten. Ein einziges Mal, dann nie wieder. Und ich habe gerade einen Cheat geschickt, wo man, wenn man auf ein gewisses Feld klickt, 5 Level steigt. Und ob er jetzt sich hier durchprügelt, bis zum geht nicht beim Offplay oder ob er mal eben hochschietet, das ist im Grunde egal. Ja. Okay, ab dafür. So. Wobei ich sagen muss, dass es bei Unleashing of Chaos 2 nicht so leveln wird. Du wirst mehr oder weniger flüssig von Sache zu Sache kommen. Oh, nicht schlecht. Auch mit den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden? Ja gut, auch schwer wirst du zwischendurch leveln müssen. Ich habe das Spiel so auf normal ausgelegt, dass du relativ leicht durchspielst. Ja. Und auf leicht, da machst du doppelt so schnell. Drück einmal Enter, dann steigst du 5 Level. Du musst erstmal ins Menü gucken. Oh ja, 46 bin ich schon. Wir können ja fair sein, du hast 60, machst du auf 55 oder so. Ja, jetzt habe ich einmal zu viel, glaube ich, egal. Ach, egal, machen wir so. Okay. Mal sehen. Ich glaube, jetzt können wir noch die eine Quest mit dem Truhenflott machen, oder? Da muss ich mal gucken. Obwohl, ich glaube, da gibt es kein Geld für. Weil Geld kann ich sehr gut gebrauchen. Da hattest du den Dieb vorhin nochmal losgeschickt, oder? Den kannst du auch nochmal besuchen gehen. Ah ja, warum nicht? Und ich glaube, dann kaufe ich das ganze Zeug. Ja, du kriegst
halt ab, warte mal, Level 63 hast du neue Waffen. Muss warten noch. Ja, ich glaube eher alle 10 Level immer, also fest Level 60, 70. Habe ich festgestellt hier. Als ich Level 30 war, konnte ich neue Waffen kaufen. Warte, ich kann die Levelgrenzen sagen. Früher musstest du noch, naja, grundsätzlich musstest du noch Materialien kaufen und die dann für die Waffen noch zusätzlich eintauschen. Soll ich noch kurz drin warten? Also, sorry. Ich hab so, nur sagen, dass ich das rausgenommen habe. Sorry, so fällig hier. Sorry. Ich glaube, wir sollten nicht mehr so auf den Zeppelin steigen. Guck mal, da muss das sein. Du kannst nicht losfliegen. Okay. Mensch, wieso gehen die Frauen immer ans Steuern in den Ding? Ja, Evi, ich schmeiß dich gerne mal dazwischen. Nee, die Helden. Ich glaube, die knibbelt und, die knibbelt und fesselt die Jungs im Frachtraum und fliegt selber. Ja, klar, Säule. Ja, 63 gibt's neue Level wieder, neue Waffen wieder. Okay. Und mit dir. Ich starte mich eh erstmal aus. Wie kriegen wir denn? Ah, der war nur kurz weg. Das hat sich ja gelohnt. Ey, ich verkaufe mein ganzes Zeug da, diese ganzen Questgegenstände. Weil die bringen ja auch schön Kohle. Kann ich direkt wenigstens ein paar ordentliche Waffen holen, vielleicht ein paar Zauber. Ja, und die Leute, die jetzt glauben, wir können jetzt auch bei einem Leaching cheaten, ne? Die können, die haben sich geschnitten, ich hab den Cheat nicht so für den Song hier. Genau. Mann, bin immer so voreilig. Warum? Schäm dich! Schäm dich! Ja, ich geh nicht zu dir geschämt. Mann, no. Ich hab's. Du bist nur so freudig, weil du dieses Spiel so ultra geil findest und deswegen immer weiter willst. Ja. So. Und so ultra geil, dass er extra cheaten muss, damit das letztendlich 500 Parts ist und ich 10 Jahre lang mich hier offscreen leveln muss. Ja. Aber ich denke, wir könnten mal demnächst uns zusammensetzen, oder? Ach, das geht, das geht. Ein Together starten. Ein SOM. Das hat mir sehr gut gefallen. Zieh doch mal nach 2, dass jeder seinen eigenen Charakter steuert. Ja, warum nicht? Gut, die ersten 5 Level, glaube ich, startet man nur den ersten Hauptcharakter, dann kommt der zweite dazu. Ich guck dir auch gerne so lange zu, hab ich kein Problem mit. Oh ja. Wird aber eher nur ein Nebenprojekt. Weil wir haben beide gute Let's Plays laufen. Wir müssen auch immer die Zeit finden, zusammen aufzunehmen. Ja, richtig, das war leider nicht immer so passend. So, du hast die Waffen. Kannst dir tolle Waffen leisten, ne? Ich möchte sagen. Ja. Platinschwert, Sieht ja gut aus. Das verdoppelt deinen Angriff fast sogar. Ein Schwert in Brotmesserform. Pass auf, ich hab ein Brotmesser. Aber plus 30% kritischer Schaden. Also die Chance auf. Ah, egal, ich verkaufe erstmal. Hol weg den Schau, genau. Ja. Den Dieb gab's in der Ursprungsversion von Spiel noch gar nicht. Nee? Nee. Mal schön hoffen auf Geld, das war zu unprofessionell. Ja. So, haben wir alles. Den Rest würde ich bekommen. Auf jeden Fall.
Ja, und ein Drittel der Kohle geht schon weg, nachdem ich Schwerter kaufe. Antiker Stab. Magierin, Intelligenz ist bei ihr die, mehr oder weniger die Hauptwaffe. Ja. Ah, Rüstung. Hier noch ein paar rote Tränke. Wäre auch nicht schlecht. Muss mir noch ein bisschen Geld für die Zauber lassen. Sag mal, ich will dich jetzt einfach mal kartenweise festnageln. Wie sieht das eigentlich bei dir aus, wenn Unleashing noch Chaos 2 fertig ist? Kann ich dir das andrehen? Natürlich. Ich bin alles haben. Habt ihr alle gehört? Habt ihr alle gehört? Los. Jetzt viel. So.